Hallo. Einen wunderschönen guten Abend zur, man glaubt es kaum, 10. Folge. Wir entwickeln ein Spiel. Wir haben es schon mal bis zur 10. Folge geschafft. Wir sind zweistellig. Magische 10. Willkommen zurück. Ich habe gewonnen. Der nächste Kommentar im Live-Chat war von Kurzgeschichte in C-Sharp. Hallo, willkommen zurück. Freut uns, dass du wieder da bist. Jetzt geht es der Ulrich, aber der muss sein Set verstecken. Genau. Heute, falls ihr schon geschaut habt, um was es heute geht. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Wir werden heute ein bisschen noch weitermachen an dem Formationsdingen. An den Formationsdingen, genau. Wir müssen da noch ein bisschen was machen. Also schauen wir mal kurz rein. Wir haben ja letzte Woche da schon dran gearbeitet. Zum Beispiel, was man dort schon gesehen hat, das Dreieck bewegt sich irgendwie nicht richtig gut und das Dreieck bewegt sich auch nicht gut. Also die größten Schwierigkeiten haben wir mit den Dreiecken, mit den Dreiecksformationen und ihren Bewegungspfaden. Mhm. Und was wir uns dazu gedacht haben, ist Folgendes. Wir haben ja kannst du da auf Live umschalten? Das musst du mit der Maus. Achso, das muss ich mit der Maus machen. Danke. Über in der Driver's Seat. Dann bin ich nämlich nicht mehr so verwirrt, weil das irritiert genau, mich. Genau, weil das ist irritierend. Entschuldigung, kurze technische Abstimmung. Was wir gemacht haben, ist ja Folgendes. Wir haben Swarms definiert, eben zum Beispiel diese Dreiecksformationen, diese Dreiecksschwärme. Und die haben... Da hat jeder Enemy-Sprite in dieser Formation hat Koordinaten für seinen Startpunkt. Und diese Koordinaten sind aber relativ zueinander und halt relativ zu einer bestimmten Startposition von dieser ganzen Formation, die wir in der Enemy-Wave angeben. Also hier haben wir zum Beispiel als Startposition X 128 und Y 50 angegeben. Das passt eigentlich nur für das Triangle S, also Small, für das Small Triangle, das ist der erste Enemy, der hat da 0,0. Das heißt, er wird auf 128,50 gezeichnet. Genau. Ja. Und der nächste wird dann eigentlich auf 138,45 gezeichnet, etc. Ja. Ladida, ladida. Ladida, ladida. Genau. Und das Ganze passiert irgendwo in Pooh. In Pooh, ja. Wie hat da letztens einer im Artikel kommentiert, mehr kommentieren würde helfen beim Suchen. Das stimmt. Aber das ist tatsächlich richtig. Wir werden das wahrscheinlich auch noch. Du sagst es genau, was machen. Ich war jetzt gerade woanders. Ich suche, warte mal, Update Enemies, Create Enemy. Genau. Da, eigentlich das habe ich gesucht. Create Wave. In Create Wave setzt man die X-Position für jeden Enemy auf die X-Position, die im Wave angegeben ist, plus was auch immer in der Table steht von den Swarms. Und das machen wir für jeden Enemy und für X und für Y. Ja, also. Stimmt. So, das Problem ist jetzt, wenn wir in den Bewegungspfaden, also unter Update Enemies, die Enemies bewegen, bewegen wir also direkt die Enemies. Wir verändern die Koordinaten der Enemies. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber was wir für so Formationen eigentlich machen sollten, ist... Die komplette Formation bewegen. Genau, die Koordinaten des Schwarms manipulieren, weil die Enemies folgen ja dann eh. Genau. So. Automatisch. Durch die relative Angabe. Genau, das heißt, wir verändern quasi eigentlich einmal in erster Linie nur die Schwarmposition und und der Rest sollte dann eigentlich relativ dazu. Genau. Ändern. So. Weil die Enemy-Position berechnet sich ja jedes Mal nach. Genau. In jedem Frame. Dazu müssen wir jetzt aber eigentlich, nachdem wir immer die Enemies-Table durchgehen, muss die Enemies-Table über die Swarms Bescheid wissen in irgendeiner Form. Na. Oder?
Na. Was machen wir denn als ein Update-Enemy? Mein Update-Enemy machen wir Enemies, verändern wir eigentlich nur die Position. Sonst nichts. Na. Ja, je nachdem, was wir machen. Also da haben wir diese Kreisformation, da verändern wir halt. Aber es ist auch nur die Position. Wir verändern nur die Position. Und was wir jetzt machen wollen, ist das Ändern der Enemy-Position. Wollen wir ändern auf Verändern der Swarm-Position. Ja. Das heißt, wir berechnen da weniger so, und ändern das auf Update Swarm. Update Swarm. Puh. Das ist und wenn gewagt. Wir auf Enemy-Ebene was machen müssen, können wir uns gewagt. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es ist nur die Frage, weil wir wissen ja nicht, welcher Swarm zu welcher Zeit verwendet wird. Ja, ist in Ordnung. Swarms. So, in Enemy Waves. Achso, da in Enemy Waves haben wir eigentlich den Swarm. Ja, drinnen. Die Information haben wir ja eh. Das heißt, wir müssten. Ja, aber wir wissen nicht, was kreiert wird. Zur Game Time, oder? Ah, nein, stimmt. Das heißt, wir können eigentlich die Enemy Waves durchgehen. Nein, aber das macht keinen Sinn. Schau her, das Problem ist. Warum? Naja. Wir haben da Enemy Waves, ja. Aber die werden ja nicht generiert zur Laufzeit sozusagen. Schon zur Laufzeit. Aber die werden initial schon mal generiert, aber werden erst aktiv zu ihrer Zeit. Mhm. Wenn wir jetzt in jedem Frame-Durchlauf die Swarms updaten, dann updaten wir die schon bevor was passiert. Wir dürfen nur den aktiven Swarm updaten. Richtig, wir haben noch nirgends einen aktiven Swarm festgeschrieben. Das gibt es noch nicht. Richtig. Aber wie passiert das derzeit? Na, derzeit fügen wir immer, wenn ein Enemy erzeugt wird, fügen wir den zu Enemies Table hinzu. Recht. Deswegen gehen wir da durch die Enemies durch. Ja, aber das Problem kann man einfach lösen. Das Swarm Table kriegt einen Active Flag. Und das kann man natürlich machen, ja. Das ist möglich. Easy, cheesy for breezy. Mhm. Schau, dann ist er wenigstens dieses unsägliche Trailing. Nein, das ist ja gar keins. Vergiss es. Ja, das passiert mir auch immer wieder. Das ist Englisch. Du meinst das Tastaturlayout? Ja, war Englisch. Du, da fehlt was. Ja, weil jetzt irgendwie ist jetzt das ganz. Ein ganz verkehrte Tastatur-Layout. Jetzt passt. Ja, Windows ist halt immer noch Windows. Was tust du? Hast du das jetzt ganz verwurstelt? Ich habe es jetzt, glaube ich, ganz verwurstelt. Ich habe jetzt die Tastatur auf Deutsch eingestellt. Ja, das ist wieder Englisch. Das Layout ist jetzt irgendwie. Es ist kaputt. Jetzt Englisch wieder. Ja, das ist aber nicht das Problem. Ich kann nicht tippen. Der wird einen Tipp geben. Was denn? Stößt auf Deutsch ein? Was? Mhm. Du siehst keinen Kaiser. Oh ja. Deutsch, Deutschland, Deutsch, Österreich. So, jetzt druck Escape. So. Mhm. Ich komme nicht mehr raus. Und jetzt startet Pico 8 neu. Ja. Jetzt dann wieder. Vielleicht ist Pico 8 nicht ganz zurechtkommen mit dem Umstellen des Tastaturlayouts, weißt du? Ist ja nur in der Beta-Phase. Sorry für den kurzen, ich sage es einmal, Zwischenfall. Ja. Ob die Katze einen Movember-Schnauzer jetzt geht's kriegt, wieder. Fragt jemand. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Movember-Schnauzer gemeint ist. Oh ja, es ist Movember-Schnauzer gemeint. Was ist ein Movember-Schnauzer? Movember ist so ein Awareness- Kampagne für Prostatakrebs. Ah, okay. Wo man sich dann einen November lang einen Schnurrbart wachsen lässt und dann Geld sammelt. Okay. Für Charity. Ah, okay. Ja. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. So. Die drei Pixel schaffst du auch. Danke, Mario. Hinzeichner. Übrigens. Sind das wirklich drei Pixel? Weil ich schaue neben Schwarz. Da machen wir, dass er rot bremsen.
Schwarz? Das ist mir am hinten. Naja. Ja, ist blöd. Nimm dunkelgrau. Ich kann auch braun nehmen. Na sicher. Ja, das schaut jetzt da aus. Schaut das, ja. Das schaut. Na, mach drunter noch. Also, das ist jetzt blöd mit 3 Pixel. Mit 3 Pixel ist das blöd. Damn. Na, die kannst du gleich keinen Moment. Wir lassen das. Aber danke für den Input, Torben. Obwohl. Ja. Probier da 2 Pixel machen. Da. Und drunter an, rechts. Da. Rechts. Wo ist denn bei dir rechts? Da. Na, das schaut nicht. Na, du den weg. Nur die 2. Genügen die nicht vielleicht? Lass ich durchgehen. Das ist der Moment. Ja, danke aber auch diesen Input. Ja, den Pixel in der Mitte als einzelnen Pixel, den habe ich weggelassen. Das war Absicht. Ja. Du. So, jetzt müssen wir wieder ernst werden. Wie kommen die jetzt Geld zusammen? Gar nicht. Nein, gar nicht. Na, wurscht. Aber sie hat ein Schnurrbart, immerhin. Okay, also wir haben jetzt den Active False Flag. Wir haben den Active False Flag und wir müssen jetzt quasi den Swarm. Warte mal, Create du Wave. Du musst dann mal schauen, wie Create Wave aufgerufen wird. Wir createn eine Wave für jeden, das ist irgendwo Update in. Update Game wahrscheinlich. Update Game. Muss wohl sein, oder? Hm. Update Clouds, Update Map, Update Cape, Update Game. Update Waves. Ah, nein, das ist Update Enemies. Waves. Update Enemies. Das ist immer aufgerufen worden. Mm. Create? Mm. Haben wir vertippt? Sagst du nichts? Nee, jetzt haben wir doch doof. Ah, das wird in Update Waves aufgerufen, ja. Genau, wann der Timer ist, dann machen wir Create Wave. Das heißt, die Wave, wir sind da in dem Waves-Ding, ne? Ja, genau. Die Wave kriegt ein Active Flag. Mhm. Ist true, genau. Die Wave kriegt man ein Active Flag, genau, und dann in Update Enemies. Ich lasse das jetzt vorerst einmal stehen, diese ganze Wurst da. Ja. eigentlich müssen wir da durch die Waves durchgehen. Mm. Und für jede Wave, die active ist. Genau. Waves. Enemy Waves. Nein, das heißt so. Ja, ich habe mich gerade erinnert. Entschuldigung, du hast recht. Ich weiß. Ich habe Unrecht. Ich weiß. Das haben wir schon mal gehabt. Nein, warte mal. Ein Vorschleifen, ein normale. Brauche ich sonst nichts machen. Nein, das ist, weil wir da oben zahlen. Achso, eigentlich will ich. Wir zahlen ja nicht oben. Wir brauchen nicht. Wir müssen aufzahlen. Beistrich Enemy Waves. Also Rate Enemy Waves. Genau. Von 1 bis Enemy Waves Anzahl. Du. Genau. So. If. Na, keine Klammern. Wahrscheinlich sollte man das in der Lokale speichern. Mhm, na. Mhm. Ich kann mir einfach nicht angewöhnen, keine Leerzeichen, um es Gleichzeichen zu machen. Es tut mir so laut. Denn? Denn, und jetzt dann brauchen wir eigentlich den ganzen Kladderadatsch von da. Naja, zuerst müssen wir mal. Nein, zuerst die Ifs brauchen wir. Die Ifs brauchen wir, das vorher brauchen wir natürlich nicht. Die Ifs brauchen wir. Das Kopier. Und zwar alle Ifs. Das müssen wir auch irgendwann nochmal besser machen, oder? Ja, man konnte das in der Funktion auslagern. Aber finde ich, brauchen wir nicht. Nein, in der Funktion auslagern muss man es nicht. Also den da nicht, aber wir machen dann noch mehr. Warte mal, jetzt habe ich da zu viel. Das mag sein. Oder? Wir werden es gleich sehen. If
Na, ist hätte passt. Und Steuerung Z ist dein Freund. So. Mhm. Das war jetzt, ist jetzt viel Herumkopiererei, das macht natürlich nicht so viel Spaß zum Zuschauen, fürchte ich, aber wir schauen einmal. Das Problem, ein Problem, das wir haben ist, nein, das funktioniert alles so vermutlich nicht wirklich. Ja, du musst schon Sachen jetzt ändern, nur kopieren. Nein, das Problem ist, dass wir da auf die, den Pfad, wir müssen da einiges ändern, ja. Weil zum Beispiel müssen wir den Bewegungspfad auf dem Swarm. Was? Na, der ist drauf, oder? Ja. Richtig. Das ist alles am Swarm. Das ist alles drauf. Was redet denn heute für ein Blödsinn, Mann? Ja, es ist spät. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Das haben wir auch jede Folge. Du brauchst eigentlich nur. Das ist W-Path. Genau. Das besser jetzt einmal überall aus, weil sonst vergessen wir sicher eins. Und dann haben wir statt EX, WX und statt. Oh je. Was? Nix. Was? Eh nix. Also, bin mir jetzt gerade schwindelig. Was ist EW? Was ist EW? WW hast du jetzt. W.W. Ah, das ist die Width. Width, genau. Die, das müssen wir anders machen. Nein. Und das ist auch noch ein Dell Enemies, das müssen wir auch anders machen. Das müssen wir anders machen, ja, den Teil müssen wir anders machen, das ist klar. Naja, wir müssen das ein bisschen anders machen, weil wir wissen nicht, wie breit die. Naja, also, das ist die Prüfung, ob es außerhalb vom Bildschirm ist. Das ist die Prüfung, ob es außerhalb vom Bildschirm ist. Das müssen wir auf Enemy-Ebene machen. Also, das können wir ja trotzdem. Weil wir können trotzdem das auf false setzen, wann das. Nein, das ist ein Blödsinn. Die einzelnen Enemies, das müssen wir bei den einzelnen Enemies machen, das if, in dem du gerade markiert hast. Ja, genau. Genau. Ich besetze jetzt zuerst einmal alle E's auf W's aus, weil das ist sonst. Genau. Sonst. Okay. Das ist eine gute Idee. Da haben wir dasselbe Problem mit dem Dell. Also das Dell-Enemies, das müssen wir alles. Mhm. Und wir müssen trotzdem irgendeine Möglichkeit haben, wo die Waves auf Inactive gesetzt werden. Weil sonst. Ne? Ja, und weißt du, wann das passiert? Wann entweder keine Enemies mehr drin sind. Zum Beispiel. Aber da müsstet man wiederum. Oder alle Enemies außer direkte, da müsste man wieder direkte Relation zwischen den Enemies und den Waves herstellen und die haben wir nicht. Oh ja, also direkte, wir haben ja. Was denn? Ja, stimmt, das haben wir nicht. Zickst. Manchmal habe ich auch recht. Aber das ist auch nicht so schwer, weil dann hat die Wave nur eine Property Enemies. Enemy Count oder irgend sowas und dann kann man den runterzählen. Enemy Count. Oder nur Count, irgend sowas. Das lässt sich lösen auf alle Fälle. Lösen lässt sich alles. Es gibt für alles eine Lösung. Also das wird schon mal alles nicht funktionieren, weil die Properties uns komplett fehlen. gut. Der Chatter ist ja gerade recht. Ja, das ist fein, dass wir so unterhaltsam sind. Das ist ja eigentlich unser primäres Ziel. Wenn noch wer was dabei lernt, ist es schön, aber in erster Linie. Ist fraglich, ob das möglich ist überhaupt, aber. Naja. Ein bisschen. Genau. Und also, wenn es nur so ist, wie man es nicht macht. Genau. Ich würde einmal alle Stellen, wo wir Enemies löschen, einfach. Löschen. Auskommentieren oder löschen? Nein, löschen, weil wir haben den Code eh noch unten. Ja. Das stimmt ja von der Einrückung überhaupt nicht mehr. Ich glaube, du hast das gerade zu viel gelöscht. Habe ich? Mhm. Nein, irgendwas stimmt nicht. Weil du hast da if das End von dem if. Nein, das ist. Ach so, das unten. Ist. Ja, ich verstehe schon. Mhm. Siehst du? Mhm. So, then und dann else if. Aber das stimmen die. Die Einrückungen sind alle ein bisschen kaputt. Das kann passieren. Das ist, weil man alle das kopiert hat von unten. Es wird gleich interessanter, ich schwöre es euch. Ein bisschen noch Geduld.
Aber ja, da muss man durch. Da muss man leider durch, ja. So, warte mal. Es stimmt jetzt immer. Irgendwas ist da nur faul, gell? Da war's nur. Genau, jetzt stimmt's, glaube ich. Ja, jetzt stimmt die Einrückung zumindest. Das ist ein Kurz-If. Okay, das ist okay. Gut. Okay, wir sollten uns einmal wahrscheinlich was Einfacheres anschauen. Also nicht unbedingt den Circle. Der Circle ist immer sehr kompliziert. Nur zur Info, man kann ja alle Folgen im Nachhinein on demand schauen, wenn die Zeit gerade nicht günstig ist. Das heißt, genau. Es gibt jederzeit. Keine Ausrede. Es gibt überhaupt keine Ausrede, eine Folge zu versäumen. Außer man will mitchatten, dann muss man jetzt dann den sauren Apfel beißen und um 19 Uhr noch wach sein. Gut. ich hätte jetzt einmal gesagt, nachdem die erste in unseren Waves sowieso die Slope ist, fange jetzt einfach einmal mit der Slope an, um die. Was tust du jetzt? Also mit der Slope. Ich mache jetzt die Slope. Also ich setze jetzt quasi die WY. Genau, das ist, eigentlich ist das schon fertig. Aber so. Nein. Wir müssen das nur fertig refaktorieren zuerst, damit auch die Enemies und so richtig gelöscht werden. Das sollte man schon alles vorher funktionierend haben, bevor man da. Ja, das stimmt natürlich. Es ist nur die Frage, wo. Warte mal, Create Enemy. Update. Wir haben jetzt kein Update Enemy. Und wir brauchen, glaube ich, keine Relation herstellen. Naja, weißt du, was wir eigentlich nur machen müssen? Warte mal, die X- und Y-Positionen werden ja immer jeweils. Nein, das funktioniert aber so nicht. Wir müssen den Teil für die Enemies wieder in ein Update Enemies setzen. Das brauchen wir schon. Aber, da haben wir die ganze Collision Detection. Wegen den Active und Inactive Waves löschen wir die Waves nicht aus der Table, wenn wir es nicht mehr brauchen, oder bleiben die drin? Die bleiben drin. Okay. Jetzt habe ich sicher wieder zu viel gelöscht. Ja. Okay. Dann würde ich es aber vereinfacht machen, damit wir dann nicht eine Relation herstellen müssen, würde ich einfach eine Wave, die minus 100 x Position hat, einfach löschen. Oder so. Oder auf inaktiv setzen. Vielleicht, ja. Irgendwie so. Weil so. Ich komme da sehr mit die. Ich bin, glaube ich, jetzt komplett mit die Ends und mit der Schachtelung durcheinander. Ja, das passt schon. Gut. Schaut gut aus. So. Außerdem können wir sie ja den Index hernehmen, glaube ich. Nein, können wir nicht. Wurscht, wir werden das schon machen. Ihr werdet es sehen. Gut, was wir jetzt eigentlich. Okay, wir haben jetzt einmal was hergestellt. Wir machen dieses Update Waves. Ja. Na. Das ist auch falsch. Ja, nein, ja. Naja, das geht alles nicht so einfach, ne? Wir haben jetzt gerade Create Wave refaktoriert. Nein, wir haben Update Enemies refaktoriert zu einem Update Waves, was wir aber eigentlich schon haben. Naja, dann brauchen wir aber nur den Code da rein. Wir können einfach nur den Code da hinein. Oder, naja, nein. Nein, ich habe Update Enemies stehen lassen. Das passt schon. Passt schon. Schau her. Wir brauchen sowohl Update Enemies als auch Update Waves. Ja, das ist klar. Wir haben da das Create Waves drinnen. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir drüber schleifen über die Enemy Waves. Und je nachdem, wann die Wave, die wir gerade haben, aktiv ist, dann machen wir halt irgendwas damit. Magst du da noch ein Leerstell? Danke. Bitte. So. In Update Enemies wiederum müssen wir durch alle Enemies, die wir ja kreiert haben, müssen wir durchgehen und müssen die, und das ist jetzt eben wiederum das Problem, wir müssen da irgendwie zugreifen auf die Swarms. Und für was haben wir den Active Flag jetzt gebraucht? Awkward Situation. Damit wir nicht die Waves alle schon weil die initial schon kreiert werden. Also wir kreieren die nicht dynamisch, sondern die werden statisch erzeugt am Anfang beim Init. Weil die benutzen wir, diese Enemy Waves Table benutzen wir, um unser Level aufzubauen. Das heißt, da legen wir fest, wann in ein Level die Gegner reinkommen. Jetzt einmal vorerst, so wie wir es jetzt aufgebaut haben. Ja, passt. Das heißt, wir müssen irgendwo, wir dürfen nur aktive
Enemy Waves updaten. Manipulieren und updaten. Also manipulieren. In ihrer Position verändern. Ja, ja, passt. Wir müssen jetzt aber in der Update Enemies, müssen wir die Enemies eigentlich updaten, basierend auf den Werten, die in die jetzt dann da drin stehen. Achso, ja, die müssen wir ja, das sind ja Werte, die man. Und das ist jetzt eigentlich, ist das jetzt für jeden. Und da haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir keine, dass wir keine Relation zwischen den Enemies und den Waves haben. Wir haben heute wieder so eine Refaktorierungsfolge, gell? Die sind immer schlimm. Weil es ist die letzte, dann machen wir wieder was. Aber es ist notwendig. Also. Ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir nicht einfach eine Referenz auf den jeweiligen Swarm in die Enemies Table einpacken sollten. Über einen Index? Nein, also. Wir haben da den Swarm. Ja, Wir haben da die Wave. So. Mhm. Wir können dem Enemy einfach eine Wave übergeben. Die Wave, die man gerade haben. Ja, genau, das ist die beste Idee eigentlich, das stimmt. Weil da haben wir alle, alle Wave-Informationen, die wir beim Enemy brauchen könnten, drin. Und ich glaube, das haben wir letzte Woche nach dem Streamer so besprochen und dann irgendwie wieder vergessen. Und es ist uns nur mehr eingefallen, weil es sind so gescheit, dass uns die Sachen zweimal einfallen. Ja, das ist ein super. Okay. Das ist so ein bisschen Bestätigung, dass die Überlegungen gut sind, wenn uns zweimal das selber einfallen. Und dass sie funktionieren. So kann man es sich zumindest einreden. So, ich übergebe jetzt einmal. Der Trump macht es sicher auch nicht anders. An dem würde ich mir jetzt kein Beispiel nehmen. Nee, ich habe ja damit auch nicht sagen wollen, aber. So. Eigentlich. Gut, Update Enemies hat sich insofern nicht wirklich verändert und Update Waves kann ich, da kann ich jetzt die Vorschleifen wieder auslöschen, weil die waren Blödsinn. Mm. Und dann brauchen wir das Active auch nicht mehr. Stimmt. Ich hab das gleich gesagt. Dass man es ja nicht glaubt. Bist du sicher? Ja. Ja. Das braucht man nicht. Weil, wenn wir nämlich das alles über die Enemies Table spielen, wir müssen ja sowieso die Enemies bewegen. Wenn wir das alles über die Enemies Table spielen, du wirst das gleich sehen. So, wir haben da den Pfad übergeben. Theoretisch könnten wir uns jetzt gewisse Sachen sparen, weil. Wir kennen, wir haben jetzt, okay, nochmal ganz langsam, kurz, damit alle mitkommen. Mhm. Was wir gemacht haben ist, also wir haben da die Create-Enemy-Funktion, wo wir für jeden Enemy in einer Wave eben den tatsächlichen Enemy kreieren und dem übergeben wir einen Haufen Sachen. Wir haben zum Beispiel den Sprite, die Position, den Pfad und jetzt neuerdings auch die komplette Wave-Definition, ja, die zu diesem Enemy gehört. Wir ersparen uns und drum würde den ersten Parameter. Wir Wave ersparen übergeben uns, Moment, und langsam. Warte mal, das ist der Enemy. Wir ersparen uns auch den zweiten Parameter. Jetzt dritten Parameter. Weil das ist der Pfad. Ich würde das ersten Parameter statt W. irgendwas das W übergeben. Und ja, genau. So. Und genau das Gleiche können wir auch da machen. Der Pfad fliegt raus. Achso, das war für das ist Radius Kreisbewegung. Da, also nein, das wird multipliziert. Nein, das wird, das ist, da wird da berechnet. Das bleibt drinnen. Das wird nicht übergeben. Ja, stimmt. Das wird multipliziert. Du hast recht. Es hilft überhaupt nichts, wenn ich da auf dem Monitor sage. Das sieht keiner von euch. Ich? Ihr nicht. So, dann vielleicht haben wir so bald mit unseren Zusehern einen Contact High, dann ist das Path kein Problem. Außer und da fliegt das Sprite außer. Das ist und da fliegt der Path außer. Genau. So. Gut. Enemies, das ist dann e.w.path. Und zwar für alle. Im vier Pfade bis jetzt, glaube ich. Gell? Sind das dann reichen. Und irgendwo haben wir das
Sprut. Das ist da. Das ist dann e.w.enemy, oder? Enemy heißt das. Enemy, genau. Passt. Nein. Oh ja. Ja, nein. Ja, stimmt. Entschuldigung. Es ist alles so verwirrend, wenn man nur zuschaut. Ja, ich weiß, das geht mir auch immer so. Das so, gut. Dann. Das müssen wir nachher noch mehr erklären, glaube ich, weil sonst. So, und jetzt sind wir eben da drinnen, dass wir die Enemies durchgehen. Die haben jetzt die ganze Wave-Information in der Variable, also im eigentlichen Property W gespeichert. Und wir müssen jetzt, wenn sich die Formation bewegt, müssen wir zum einen das X von der Wave updaten. Ja. Also, es ist dann quasi w.x minus ist gleich 0,5. So, und ja, nur wir müssen auch gleichzeitig, das e.x auch updaten, also das x vom enemy auch updaten. Naja, da war einmal, wir haben ja noch keine Relation hergestellt, wir wissen noch nicht. Wir haben immer noch nicht die Enemies bewegt. Wir bewegen jetzt nur den Swarm, aber das hat keine Auswirkung auf irgendwas am Spielfeld. Stimmt. Weil der Swarm ist quasi nur ein abstraktes Konstrukt. Ja. So, jetzt in Wave haben wir auch underscore way, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. E.w, genau. Underscore e.w.x. Das ist jetzt quasi, das ist jetzt der Wert da. Der wird jetzt runtergezählt. Und in Swarms, also für jeden Enemy. Ui. Bock das davor schleifen. Na. Nicht. Na, weil ich update jeden Enemy so, ja, separat. Ihr müsstet eigentlich. Ui, das ist jetzt blöd. Wieso? Das ist ganz einfach. E.x ist e.w.x. Oder? Also enemy x ist underscore enemy wave x plus e.x. Achso, ja. Ne? Also meine neue x-Position ist die Wave-Position plus meine x-Position. Ja, genau. Richtig. Sollte eigentlich kein Problem sein. Easy. Total einfach. Ich glaube, das ist doch ein Problem, aber schauen wir mal. Wir werden es dann gleich merken. So, wir können, das Praktische ist, wir können jetzt diese Löschung können wir einfach beibehalten. Das geht schon nicht. Warum? Weil mit jedem Frame dann der Abstand immer größer wird. Wieso? Also, weil das wieder in einen absoluten Wert mündet, resultiert. Das ist natürlich, das ist das Problem, wir müssen eigentlich irgendwie diese Werte, die haben wir ja grundsätzlich, ja. Aber wir wissen nicht, bei welchem Enemy wir gerade sind. es muss der Enemy auch, eigentlich muss er wissen, welches Element innerhalb des Swarms er ist. Oder. Nein, das geht. Wir überdenken das nochmal. Wir müssen kurz überlegen. Wir müssen nur kurz überlegen. Input ist immer willkommen. Ich würde ein Wort vergessen, das wäre jetzt echt sehr gut. Wir updaten ja schon richtig die Wave X und Y-Position. Was wir jetzt bei den einzelnen Enemies machen müssen, ist nicht mehr die absolute X-Position herstellen, sondern die X-Position relativ zum Swarm-Ursprung. Das heißt, wir gehen nach jedem Wave-Update her in einer Vorschleife und updaten einfach jeden Enemy und aus. Dann gehen wir immer den relativen Wert aus der Table nehmen. Das Problem ist, wir wissen nicht, bei welchem Na, schau, in jedem Frame machen wir Update auf die XY-Position von der Wave. Und nachdem wir das gemacht haben, updaten wir die X und Y für alle Elements in einer Vorschleife relativ zur Wave. Aber wir wissen nicht, welche Enemies in unser Enemies-Table zu der Wave dazugehören. Oh ja,
Weil na, die woher? Steht in der Wave, welcher Formation. Ja, aber die Wave steht dann nur am Enemy drauf. Wir müssen dann jedes Mal... Das muss aber nicht so sein. Weißt du, was ich meine? Du tätst quasi die Enemies zur Wave hinzufügen, man muss dynamisch kreieren. Das, wie sagt man, das Pferd von hinten besatteln. Nach. Ja, also wir machen das, gleich nachdem wir die Wave-Update gemacht haben, machen wir die, gehen wir die Enemies-Table durch und... Gleich nachdem wir das Wave-Update gemacht haben, gehen wir die Enemies... Aber welche Enemies-Table? Die globale Enemies-Table umfasst alle Enemies, die überhaupt existieren. Dann nicht die Enemies, die Formationstheorie. Ja, aber die bringt uns ja nichts. Sicher, wieso nicht? Nein, die hat ja was, wenn wir das updaten, dann schlagt sie das nicht auf die Enemies. Na sicher. Wave X plus erster Eindruck von der Formation X. Ach so, ja. Ach so. Addieren jetzt mal natürlich, so. Nicht einfach... Ich sage, gesetzt so wie es ist, deppert eine schreiben, sondern addieren. Es gibt leider kein Switch-Case, glaube ich, soweit ich weiß. Nein. Ich weiß nicht, im Lua vielleicht schon, aber im Picoid nicht. Kommt vielleicht noch. Wir haben gesagt, Babys. Swarm. Ja, das e. ist viel einfacher als B.Swarm. Was denn? Was tust du denn da jetzt? Das brauchen wir da gar nicht. Ein Update Enemies. Ich glaube, ich weiß nicht, was du willst. Was wolltest du da jetzt machen? Du willst zu dem aktuellen W.X, das vom Swarm, nein, das willst du eigentlich neu setzen. Das macht alles keinen Sinn, was du sagst. Wo ist denn das Update Wave? Da. Das macht so. Der Create Wave. Wir updaten die Waves in Update Enemies. Ah ja. Wir brauchen keine Update Wave. Also wir sind da schon in der Vorschleife. Ja. Ja, okay. Na dann ist ja das nur einfach. Nein, eben nicht. Na, wieso? Wir wissen ja, welche Formation wir haben, oder? Ja, aber da haben wir nur relative Dinge drin, steht ja nichts mit die. Weißt du, was ich meine? Clemens. Wir wissen unsere X- und Y-Position vom Schwarm. Ja. Gut, den nehmen wir her. Ja. Und dann gehen wir, wo du auf den Nuller-Tab umschalten. Und dann gehen wir durch diese Table da durch. Ja. Und zählen in jeder Iteration diese Positionen zu unserer Schwarmposition dazu. Genau. Ja. Und dann, welchem Enemy... den wir da jetzt gerade haben, geben wir dann die aktuelle Position? Wir machen das halt nicht in dieser Vorschleife. Das ist ja das Problem, wir müssen das nicht da machen, sondern wir haben ja gerade irgendwo einen Code geschrieben, der die X- und Y-Position vom Schwarm da, ändert. Ja, das ist da, den haben wir wieder gelöscht, weil wir den nicht, weil wir den extra, wir haben extra die Wave auf die Enemies Table auf, du musst schon aufpassen. Das war Blödsinn. Nein, das war kein Blödsinn. Wir brauchen die Relation zwischen der Enemies-Table und der Wave-Table. Okay, dann scroll wieder hin, dann habe ich es, glaube ich. Was man machen kann, ist, man kann die, man kann na, eine X-Position erzeugen, ja, also man kann aus ja. dem, nur wir wissen nicht, welche ist. Na, aber können wir die Vorschleife mal ein bisschen ignorieren? Ja. Tu einmal da Leerzeilen rein. Wo? Ja, da. Vor der, nein, davor. Da schreiben wir jetzt schnell mal eine neue Vorschleife. Nein, die haben wir gerade gehabt, die sind Blödsinn. Nein, bitte, lass mal das probieren. Die ist. Ja, eins. Und jetzt. Die willst. Ich will das, eins von diesen, genau. Ist das die? Enemy Wave. Nein, du willst über die Enemy Waves drüber. Da ist das. Genau. Ja, aber du musst zuerst einmal durch die Enemy Waves durchgehen. Ja, ja, und dann, genau. Und dann gehen wir durch diese durch. Mhm. Durch diese Table. Mhm. Und addieren immer zu dem dazu. Mhm. Ja. Mhm. Das machen wir schon beim Create. Beim Create ja, haben wir das schon genau einmal gemacht. Aber wir müssen das immer machen. Genau. Ja, aber du musst ja nicht extra durch die Table durchgehen.
Das ist ja nicht notwendig. Ich habe ja die Table, habe ich ja da in dem Ding auch. Da habe ich die Wave. Mhm. Da habe ich die Wave, die zu dem Enemy gehört. Soll ich was sagen? Was nicht? Das stimmt. Ja, richtig. Da brauche ich keine eigene Vorschleifen. Ja. Das Problem, was ich habe, ist folgendes. Ich weiß nicht, welcher von diesen Werte gerade zu dem Enemy dazugehört, den ich jetzt gerade betrachte in der Vorschleife. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Enemy aus meinem Swarm er ist. Das hilft mir alles nicht. Ja, darum soll man auch nicht durch die Enemies durchgehen. Das hilft mir auch nicht, wenn ich durch die Waves durchgehe. Ich weiß nicht, welchen Enemy ich nehmen muss. Mhm. Ah, das war jetzt eine schwere Geburt. Ja. Schau her. Es ist spät. Wir gingen die Swarms durch. Es ist ja alles nicht so dramatisch eigentlich, weil wir brauchen das nur indizieren mit dem aktuellen Index vom Swarm. Mhm. Und das ist nämlich das I. Genau, stimmt. Und das übergebe ich dann da als I ist I. Komisch. Mhm. Ah, nein, underscore I. Wo habe ich es denn reingeschrieben? Sag mal, da ist es. Verstehen wir das noch, wenn ich da jetzt einfach underscore I reinschreibe? Ja, I ist immer Index. Es ist ja der Swarm-Index. Aber, ja. Dann nennt es SI. Mann, so viel Zeit muss es sein. Alter. So. Sisi. Si. Ist nicht super ideal, aber. So. Wir haben Index, wir haben, also wir haben den Swarm-Index, SI. Mhm. Und das neue, die neue X-Position vom Enemy ist eigentlich die Wave, die X-Position von der Wave, plus die Position, die in wave.swarm an der Stelle SI, na, sorry, E.SI 1 steht. 1? Nein, das ja, ist X. 1 so. Ist X, ja. 1 ist X. So, das ist so ähnlich machen wir das da auch. Und E.W.Y ist dann E.W.X. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Was? Ich bin bei der Wave. Ja. Ich mache jetzt mal die Wave. Und dann haben wir E.X ist dementsprechend eigentlich dasselbe wie da. Und E.Y ist eigentlich nochmal genau dasselbe, nur 2. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Das ist ein Blödsinn. E.Y ist E.W.Y. E.W.2. bei der Slope. Puh. E.W.X, E.W.X. Da müssen wir wahrscheinlich die Werte nochmal anpassen, damit das alles richtig funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Wir haben jetzt schon 3,5 Stunden gecodet und kein einziges Mal das Spiel gestartet. Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Kommt. Das wird wahrscheinlich gleich mal nicht funktionieren, weil ich irgendwo ein End vergessen habe. Schreibe mal. so, nachdem das durchgerannt ist, dann setzen wir wieder die EX und EYs. Irgendwie klingt das so, als könnte man uns das in der Funktion auslagern. Das klingt alles sehr funktionswürdig. Ja. Nein, ich mache doch eine Leerzeit. Nein, damit ja, ein das ist besser. Ist das alles noch richtig? Wie siehst du das? Nein, das war falsch. Das muss so bleiben. Das ist ja nicht ausbessert. Na, okay, passt. Ah. Richtig. B? Circle. Das Circle ist immer nur ein Problem. Ich lasse den jetzt einmal so stehen, wie er ist. Ja. Den schaue ich mir gleich an. Sonst wird das nichts. Noch kein Fehler. Ah, boom. Local A. Haben wir das A nicht mehr? Angle. Das ist bei dem Circle nicht... Na, Collision. A Collision?
Moment. Ich glaube, naja, warte mal. Ach so. Collision Shot, jetzt ist die Frage, wo der herkommt. Ne? Da ist der E. Den E gibt... Was? Wieso? Ah, ich glaube, ich weiß schon. Mhm. Da ist ein N zu viel. Geh hör auf. Stimmt das? Ja, da ist ein N zu viel. Das ist falsch eingerückt und da ist ein N zu viel. Kann passieren. Ui. Oh, unclosed function, das hat schon passt. Nein, ich glaube, dann ist unten wiederum ein End zu wenig. Also das End war einfach an der falschen Stelle, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das ist das End von den else ifs, da ist dann das if für die Collision, da haben wir nämlich nur den underscore e. Ja, und da fällt jetzt dann. Ja, ja. Ja, ja, End to End. Ja. Na? No? Na bitte. to perform on W a table value. W is a table bei value. Bei den Prüfungen. Ui, weißt du natürlich, was ein Problem ist? Weißt du, was ein Problem ist? Es gibt viele Probleme auf der Welt. Na, aber wenn die width mit dem Property W angegeben ist von einem Enemy und wenn wir die wave mit demselben Property-Namen angeben, das ist eine schlechte Idee. Dann nenn das Waff. Waff? Oder gleich Wave, nenn's gleich Wave. Das ist dann auch schon wurscht. Ich sag, ich bin halt der Papagei, glaube ich. Ich glaube aber, ich werde mir das dann unten. Es tut mir so leid, aber ich muss jetzt nochmal ein bisschen was umschreiben. Local under W. Das gibt's nicht. Das haben wir noch nicht. Das ist dann nämlich under E. Du hast da den. Viel besser! Ja, mach das. Das ist nämlich Shift W. Für alle, die neu zugestiegen sind vor kurzem, wo die das noch nicht mitgekriegt haben, man kann mit Sonderzeichen schreiben. Das stimmt allerdings, das hätte euch allen auffallen können. Man kann mit Sonderzeichen, man kann also Sonderzeichen als Variablennamen oder sonst irgendwas benutzen in Pico 8. Zum Beispiel haben wir das schon gesehen beim Timer. Shift T erzeugt so eine Sanduhr und ist wunderbar, wenn man es für irgendwelche Timer-Properties oder Variablennamen verwendet. Shift W macht eine Welle. Und die Welle ist jetzt unsere Wave. Es ist zugegeben nicht. Es ist dann nicht ideal, wenn man externen Editor verwendet, zum Beispiel. Ja. Aber das ist uns jetzt damit auch egal. Weil das soll man eh nicht machen. Ui, und jetzt muss ich das alles ausbessern. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie. Du schaffst es. Ich halte die Daumen. You can do it. Da schau, da rechts. Ja, nochmal rechts. Doppel rechts, nochmal drunter, ja. Gut in der Zwischenzeit. Die Mausefalle, die Meister da auch super. Da. Nein, da nicht. Da nicht? Nein. Warum nicht? Weil das die tatsächliche Width ist. Das muss so bleiben. Ich will nur die Waves ausbessern. Ja, das ist klar. Die X-Waves. Ist klar. Die es nicht mehr gibt. Weil ich finde das super. Das schaut so cool aus. Oje. Naja. Das Sonderzeichen hat zum Buchstaben den Vorteil, dass ich den Buchstaben nicht zweimal verwenden kann und das Sonderzeichen ist halt auch nur ein Zeichen. Also wir kommen, statt ein W ein anderes Zeichen nehmen und habe trotzdem nur ein Zeichen. Genau, wir kommen da wieder in den Bereich, in das Thema mit Zeichenbeschränkung. Man hat in Pico 8, wir haben eine Zeichenbeschränkung von, also eine Tokenbeschränkung von 8192. Ein Token ist zum Beispiel das, ein Keyword wie for oder genau. Else oder if. Also wenn ich da drüber vorsehe, da steht das Token Count. Genau, und es gibt mehrere Beschränkungen, wenn du die drei Striche da siehst, wenn du da draufklickst. Genau, da kann man dann Character Count. Genau, Character Count und das ist Compressed Size, haben wir bis jetzt 18% der Gesamtgröße erreicht. Es ist jetzt eh viel, aber man sollte ein bisschen also aufpassen, dass man nicht zu viel schreibt, dass man nicht zu lange Variablennamen benutzt. Und deswegen, ja.
Da steht der Peer. Hallo Peer. Ja, schaut super aus, finde ich. Ist ja, habe ich irgendwas vergessen. Kunst. Die Kunst der Stunde. Attempt to index field W, a number value. Ah ja, da, ich sage ja, ich habe irgendwas vergessen. Nee, du hast was vergessen, das kann passieren. Ich kenne nur, wenn das manchmal passiert. Also. Ja? Mhm. Wow! Whoops! Hast du das gesehen? Das hat genau das Richtige gemacht. Aber natürlich. Aber die Speed ist ein bisschen crazy. Und das Circle funktioniert noch nicht, weil die haben wir noch nicht gemacht. Ja. So, dann muss ich ja, glaube ich, den Speed ziemlich runterdrehen. Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn das? Naja. Dort, wo wir halt da, das bewegen. Da, wo du das dazu, genau. 0,05. Ja. Und 0,6. Probieren wir das einmal. Und 0,8. Am Anfang lieber ein bisschen langsamer als schnell. Das hat man wahrscheinlich im Stream gar nicht gesehen, dass sich da was bewegt hat, so schnell war das. So, jetzt schaut es wieder ein bisschen besser aus. Und wir sehen. Ja, die Y-Position ist noch immer crazy. Ja. Unsere bärtige, schnurrbärtige Katze. Genau. Schaut ein bisschen aus wie der Freddy Mercury. Nochmal ganz kurz. Also diese Slope, die Slope-Bewegung, die wir letztes Mal gemacht haben, die sieht man jetzt schon recht schön. Ja, die ist jetzt fast zu langsam, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen nachbessern. Ja, unsere Wave-Funktion funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Und wird langsamer, witzigerweise, gegen Ende. Dark Souls, der Side-Scroller. Ja, also ist, aber im Prinzip, was wir damit zeigen können, ist, wir haben genau das erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich, dass sich die Formation als Ganzes bewegt. Nicht, dass sie die Gegner nicht unabhängig voneinander bewegen, sondern wir innerhalb der Formation die Bewegung haben. So, in den letzten 8 Minuten versuche ich jetzt noch schnell den Kreis hinzukriegen und im Prinzip kann das jetzt auch nicht so schwer sein, weil wir nur die und das können ja durchaus diese Werte bleiben. Ich sollte meine Sätze immer fertig sagen. Guter Plan, ja. Der Engel und der Radius werden jetzt festgelegt für die Enemies, sind aber eigentlich immer mehr oder weniger dasselbe. Das kannst du einfach gleich machen wie bei den anderen Formationen. Und das kann man eigentlich genau gleich machen. Na, was ich eigentlich machen müsste, das wird nicht ganz funktionieren, weil ich berechne den, nur ganz kurz, nochmal zum Circle, warte, ist das der Circle? Ja, genau, der Radius wird berechnet aus der X-Position vom Enemy. Ja. Aber was ich machen kann ist, ich nehme nicht die X-Position vom Enemy, sondern ich nehme die X-Position von der Wave. Ja, ja, das meine ich. Wave.x. Na, oh ja. Das wird so nicht gehen, weil das Wave ist ja das. Was? Achso, was sind die anderen Funktionen? Andere ja, Funktion. Ja, 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 Entschuldigung. Und wir nehmen also zur Berechnung der. Entschuldigung, kann nicht tippen. Ich kann einfach mit tippen und reden gleich. Zur Berechnung von Radius und den ganzen anderen Werten für diese Circle-Bewegung haben wir bisher immer die X- und Y-Position von Enemy hergenommen. Jetzt nehmen wir einfach die X- und Y-Position von der Wave. Der Rest. Den updaten wir genauso. Der Rest funktioniert genauso wie alle anderen Enemy- und Swarm-Update. Und jetzt schauen wir mal, ob das geht. Oh yeah. Da musst du bei Y, hast du Y auch verringert vorher, wie du es mit 0,0 angegeben hast. Ich habe das Problem, ich habe den Sinus. Mm. Dass die Sinusfunktion, so. Die macht e Wave X durch 12. Ja, durch 6. Nein, es muss höher sein, damit der Wert kleiner wird. Entschuldigung. 24. Die Chemtrails, die kommen dann später. Also man kann, also nein, muss doch kleiner sein. Entschuldigung, Mario hat recht gehabt. Ich habe jetzt nichts. Ich habe jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Das mit dem Durchglitschen, das werden wir schon. Oh yeah.
Ist immer noch viel schneller, natürlich. Ja. Und nimmt das zwar, Circle stimmt noch nicht. Die Circle-Formation stimmt immer noch nicht ganz. Die macht uns immer ein bisschen Probleme. Ja, momentan kommen tatsächlich keine Gegner bei den Wolken rein. Das liegt aber nur daran, dass wir die initialen Y-Positionen halt auf 50 gesetzt haben, irgendwo hin. Oder auf 40. Die kann man natürlich auch auf 0 setzen oder sonst irgendwas, dann können Gegner genauso in den Wolken fliegen. Das hat jetzt, das ist jetzt nicht bei Design, das ist jetzt einfach nur Zufall. So, helft mir mal kurz mit dem Circle, das stimmt noch nicht ganz. Ja, da muss ich da leider sagen, bin ich ein bisschen ausgedingt das letzte Mal schon. Aber... Also, was ich mache ist, ich nehme... Achso. No. Das ist, glaube ich, dasselbe Problem wie mit dem... Nein. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, ob sie da... Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie der ausschaut, der Circle. Ich muss nur mal schauen, wie sie der Circle berechnet. Mhm. Wir haben einen Radius, den berechnen wir jetzt von der WX und der WY. Okay. Was schon mal... Ah, nein, das Problem ist das, dass das WX und WY falsch ist. Ah, ich weiß schon. Ich übergib den Radius gar nicht mehr. Völliger Blödsinn. Das machen wir gar nicht mehr so. Echt? Wir machen das ganz anders. Okay. Wir brauchen eigentlich Origin X, Origin Y, Angle und Radius nicht übergeben. Mhm. Weil wir können uns das ausrechnen. Im Enemy. Radikal. Im Enemy drin. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich sag ja. Ja, momentan übergeben wir jetzt zum Beispiel Radius, den wir uns vorher ausgerechnet haben, aus der Wave X und aus der Wave Y-Position. Mhm. So, das übergeben wir und setzen da einfach am Enemy. Mhm. Das müssen wir nicht so machen. Wir können genauso gut sagen, wir rechnen uns das aus, die Square Root, aus dem übergebenen Wave X und dem Wave X und Wave Y. Mhm. Das stimmt sogar schon überein mit dem Variablennamen. Nein, oh ja. Oh ja, stimmt. Ja. Und dann setzen wir das einfach dort. Das Problem ist nämlich, wenn wir das oben machen, dann wird der Wert nie neu gesetzt. Mhm. Ja? Was heißt, wir können uns die Radiusberechnung auslöschen und wir brauchen den Radius nicht mehr übergeben. So. Mhm. So, die Origin X und Origin Y, das sind zwar Fixwerte, die können wir dabei so lassen. Und den Winkel, den initialen Winkel, den können wir uns. Ah, den lassen wir jetzt einmal so. Den übergeben wir jetzt einmal so. Das ist besser. Nein, das Problem ist, weil dort im Create Enemy, wo wir den brauchen, haben wir die Werte nicht zur Verfügung, die wir. Damit wir uns das ausrechnen können. Gehst du? So. Das berechnen wir uns da, ja. Stimmt. Das wird da berechnet. Gehst du nochmal nach hinten? Ich glaube, brauchst du vorher das Kommentar. Ja, Circle das Radius. Ja, das passt. Und wir verwenden da jeweils underscore WY, underscore WX. Mhm. Schauen wir mal. Nein, no, das ist immer noch nicht richtig. Da muss man noch ein bisschen was tun, glaube ich. Da muss man noch ein bisschen was anpassen. Versteht man das aber nicht ganz. Warum das noch immer passiert? Ah, oh ja, ich weiß schon. Der initiale Winkel ist jetzt auch basierend auf dem... Das macht natürlich keinen Sinn. Weil der auf dem Schwarm basiert und nicht am Enemy. Der basiert auf dem Enemy und eben nicht am Schwarm. Ah, okay. Wenn ich noch wisst, was wir da ursprünglich geschrieben gehabt haben, war das um einiges einfacher. Warte mal, nein, der war doch fixiert. Den haben wir fixiert gehabt. Maybe. Den haben wir als Fixwert gehabt ursprünglich. Da können wir wieder zurückgehen. Und wenn du das sagst. Wir haben ursprünglich den fixiert gehabt, dann haben wir gesagt, wir wollen die ganze Formation in einem Kreisbahn bewegen. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen jedem Enemy... Naja, bitte, Clement, du hast da Matura. Oh ja! Aber jetzt möchte ich nur als Abschluss
das ein bisschen langsamer. Das möchtest du machen. Okay. Das gehört schon. So, da müssen wir kurz schauen. Die Wave. Da haben wir mal durch 6 dividiert statt durch 12. Jetzt tun wir durch 2 dividieren. Ja, ich muss nur zugeben, also eins muss ich nur anmerken. Dieses Wellenform-Sonderzeichen macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ja, ich weiß, da finde ich vielleicht was Besseres. Das war vielleicht eine lustige Idee, aber nicht unbedingt eine gute. Nein. ich glaube, ich möchte auch den ein bisschen schneller bewegen lassen. Das Game Balancing kommt ja noch. Ist immer noch so langsam. Ja. Nein, das Problem ist, da haben wir aber nur irgendeinen Glitch, weil da bewegen sie trotzdem die Reihen nur so independent. Ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es jetzt zu schnell ist, deswegen wirkt es so. Die Reihen bewegen sie natürlich leicht independent, ja, weil die nacheinander berechnet werden, ja, die Positionen. Das, ja, aber immer innerhalb von einem Frame. Aber eigentlich innerhalb von einem, ja, Frame, theoretisch. Das Argument lasse ich nicht gelten. Das hast du völlig recht. Müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Warum steht da jetzt 12? Weil ich das wieder hingeschrieben habe. Warum lacht der Pär so und ist gestorben? Weil wegen Matura, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, du hast eine Matura, ich nicht. Darum hast du das gelöst und ich habe nur blöd zugeschaut. Ja, ja, stimmt. Und das hat halt den Pär amüsiert. Schaut so aus. Gut. Der so. Danielmann 132 ist auch witzig von den Sonderzeichen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das ist, aber bitte. Ich weiß auch nicht. Wenn du ASCII-Sonderzeichen meinst, das wird auch nicht funktionieren. Glaube ich. Das ist sicher irgendein Melanzani oder sowas. Wow! Es wird immer besser. Wir müssen eigentlich. Das ist einmal gar nicht. Das muss ja immer langsamer werden. Bist du sicher? Das Problem ist. Ich tue mir die Division ganz weg. Ganz weg? Ja. Ich will sehen, dass das dann langsamer wird. Das gibt es ja nicht. Also die Aufbewegung, die vertikale Bewegung, Bossfight. Ja, Bossfight war das schon. Ja. Was ist denn da los? Naja, das ist der. Mathematik ist so schräg. Das müsst ihr jetzt wieder ausrechnen. Das. Der Sin, die Sinusfunktion, so, die wir da anwenden, ja, die bestimmt eigentlich nur, wie groß der Ausschlag, ja, unserer Sinuskurve ist. Ja? Nicht unbedingt die Geschwindigkeit von der Sinuskurve. Ja. Wir müssen einen Weg finden, dass sie die, ja, dass der Abstand bei der Wellenform quasi, die Sinuskurve so beschreibt, ja? Ja, dass das länger wird, der Abstand dazwischen. Genau. Dazu müssen wir wieder ein bisschen mehr in die Trigonometrie zurückgehen. Das ist was, das werden wir vorbereiten und dann einfach einbauen. Und es ist jetzt aber schon 4:08, ja, und wir wollen jetzt wirklich nicht nur das mit machen Mathe wir auch nicht in der nächsten Folge, sondern später irgendwann. Nein, nächste Folge machen wir was. Was Lustiges wieder. Was Lustiges wieder. Also, was wir heute geschafft haben, ist auf Polarkoordinaten. Nein, nicht unbedingt, weil das ist der Einheitskreis, ich rede schon wieder vom Einheitskreis, tut mir leid. In Pico 8 haben sie die Winkelfunktionen, also vor allem den Sinus, quasi invertiert, weil eben das Koordinatensystem sozusagen in Pico 8 für die Y-Koordinaten umgekehrt ist, falls du jetzt das meinst. Sie haben quasi die Sinusfunktion schon von Haus aus invertiert, dass sie sozusagen für das Pico 8 Koordinatensystem richtig ist. Und mit dem möchte ich jetzt auch abschließen, weil sonst schlaft mir der Mario ein. Da haben wir da statt die Wellen nur was anderes? Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein, nicht jetzt, aber generell. Vielleicht. Überlegen wir uns noch. Lassen wir dabei die Wellen.
in Vorbereitung auf die nächste Folge ist. Das kennen wir ja. Codewort externer Editor. Also das meinst du ja. Also, da haben wir da sowieso ein Problem. Ja, genau. Bei den Timer ist es wurscht. Das überlegen wir uns. So. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es wieder eher konfus war, aber wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten heute. Genau. Ja, wie gesagt, insofern, nächstes Mal wieder was Interessanteres. Na hey. Und, naja, nicht, dass das uninteressant gewesen war, was Lustigeres, so würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, kommentiert es wieder brav. Genau. Stellt Fragen, wir versuchen, die alle zu beantworten und wir hoffen, dass nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt irgendwas. Wir entwickeln ein Spielhass, glaube ich. Wir entwickeln ein Spielhass, ja. Insofern bleibt mir nur mehr übrig zu sagen, schlaft gut. Ja, warte mal. Immer unvorbereitet. Der Fluss, den müssen wir noch üben. Ja, den müssen wir wirklich noch üben. Enter, also nochmal. Enter drücken, genau. Ja, schlaft gut. Träumt süß. Von sauren Gurken. Voll mich.